Hallo Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Ja, neue Episode, neues Glück. Wir haben es geschafft, in den Außenbereich zu kommen und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Das war bisher eigentlich alles nur Kinderkacke zum Aufwärmen und dann sind wir jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Oh Mann. Bäh. Hier draußen sind mindestens 3 Talmoor im Normalfall. Lasst mal gucken, ob wir das irgendwie gebacken kriegen hier. Möglichst unerkannt durchzukommen. Bestimmt nicht, wenn der da vorne stehen bleibt. Wir könnten alternativ auch einfach mal angreifen und gucken, was draus wird. Oder er verschwindet und wir warten noch ab mit dem Angreifen. Ich glaube, ich muss da drüben rein. Richtig gemein wäre es natürlich, wenn ich jetzt irgendwas der Unsichtbarkeit hätte. Zaubertrank der Tarnung, der könnte uns helfen. Plus 10 Tarnfähigkeit für eine Minute. Den probieren wir mal aus. Das hat ja super geklappt. Gut, gesehen haben sie uns, aber sie wissen im Moment offensichtlich nicht, wo wir sind. Seht die Talmoor! Ja. Schauen wir einfach mal hier rein. Ihr seid tot. Am Ende glaube ich noch dran. Okay, pass auf. Wie machen wir das? Wo seid ihr? Oh, bitte lass sie nicht zu genau nachgucken. Wir sind ja gerade unsichtbar. Schleichfähigkeiten sei Dank. Rolindil. Okay, meinetwegen nehmen wir auch das. Ja, wir müssen eigentlich nur warten, bis sie uns nicht mehr suchen. Das wird super. Als ich das letzte Mal außerhalb des Let's Plays hier war, mit einem anderen Charakter logischerweise. Kusch, hau ab. Ja, hatte ich richtig viel Glück. Während ich auf dem Hof war und mich vorbeischleichen wollte, kam ein Drachenangriff. Und da Drachenangriffe für gewöhnlich in der Nähe des Drachenbluts passieren, hatten die Talmoor eine Menge Spaß. Und ich musste nur noch die Reste wegwischen. Das war vergleichsweise einfach. Jetzt hier so durchschleichen? Nicht so unbedingt. Wo seid ihr? Das kann jetzt natürlich eine Weile dauern, bis sie uns nicht mehr suchen. Oh, haut ab. In der Abstellkammer ist niemand. Ganz im Ernst. Ich werde euch finden. Ja, das fürchte ich auch. Mach dich davon. Viel besseres Schleichen brauchen wir. Jetzt ist klar. Was ist klar? Alles klar? Nichts mehr klar? Glasklar? Lustenarisch. Wie lange suchen die einen denn? Das gibt's ja gar nicht. Oh, Jahre später. Okay, man hat eine Tür gehört. Das heißt, irgendjemand ist wieder raus. Ich nehme an, das war der Zauberer. Die Wachen auf dem Hof dürften mit hier reingekommen sein. Zumindest der Zauberer, der stand direkt daneben. Gut, ich würde sagen, ich warte einfach noch ganz kurz, bis die mich nicht mehr suchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich schon wieder. Das funktioniert so nicht. Wir werden ständig entdeckt. Und dann ist der Kampf richtig schnell vorbei. Ich werde jetzt mal was ausprobieren. Vielleicht klappt's ja. Ihr seid, ihr könnt euch vor mir nicht verstecken.
Ja, die Frostaura von dem Ding. Die Frostaura von dem Ding ist nicht nett. So gar nicht. Das heißt, wir probieren es jetzt mal so. Ich werde euch brennen sehen. Vielleicht klappt es ja doch noch. Wer weiß, wer weiß. Ist nicht die schönste Art? So, Heilung. Schnell. Wir sollten vielleicht nochmal drauf gucken, dass wir... Na gut, Wunden schließen brauchen wir gerade nicht. Sehr gut. Die nehmen wir mit. Dein gekünsteltes Gekicher kannst du dir echt schenken. Ihr wollt mich besiegen? Unmöglich. Ich wollte hier eigentlich nur durch. Du bist der, der gegen mich kämpft. Moment. So ist doch gleich viel angenehmer mit ein bisschen. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Der kam ja fast bis zu mir zurück. Vielleicht könnten wir dann mal treffen. Nur so als Idee. Tod ist der einzige Weg aus eurem Leben. Das hat jemand probiert, der besser bewaffnet und geschützt war als du. Liegt hier in der Ecke. Das liegt auch in der Ecke. Hui. Okay, das war jetzt viel weniger elegant, als ich das gewollt habe. Aber meine Güte, wir sind hier nicht beim Ballett. Das ist ein Krieg. Moment, das Buch kenne ich. Oder auch nicht. Egal. Wird Zeit, ein bisschen zu plündern. Was nehmen wir mit? Brot und Käse kann man immer gebrauchen. Ein Elfendolch. Oh. Im Normalfall spiele ich immer so einen Attentäter-Charakter mit einem Dolch. In der einen Hand ein Dolch, in der anderen Hand Magie. Funktioniert super. Das nehmen wir mal mit. Die kann man gut verkaufen. Das können wir gut gebrauchen. Geringe Zerstörung. Das ist fantastisch. Der Ring ist super. Mit dem komme ich nämlich auf über 20. Das heißt, ich kann ab sofort Lagerfeuer anmachen mit Zerstörungsfähigkeiten. Das ist super. Gegen Untote, das könnte uns mal noch helfen. Handschuhe brauchen wir nicht. Stiefel brauchen wir nicht. Zauberbuch Feuerblitz. Den nehmen wir mal mit für den Fall der Fälle. Ja, unser Charakter ist ziemlich... durstig, aber ich will echt keinen Wein trinken. Danach wird einem irgendwie schummrig. Im Moment sieht es ja mal wieder einigermaßen friedlich aus. Das ist so ein bisschen der Klang der Vergebung. Erst Schreie, dann Stille. Ich habe den Leuten vergeben, die jetzt tot in der Ecke liegen. Und die widersprechen mir nicht mehr, so nehme ich an, die haben mir auch verziehen. Okay, machen wir uns wieder unsichtbar. Warum nicht? Oder durchscheinend. Die schließe ich. Wie, ich habe keine Dietriche. Ich habe die doch nicht verkauft, oder? So blöd kann selbst ich nicht sein. Und so wahnsinnig viel habe ich eigentlich noch gar nicht geknackt. Ich müsste auf alle Fälle noch Dietriche haben im Normalfall. Oder vielleicht auch doch nicht. Ach, werden wir sehen.
Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns erstmal noch ein bisschen um hier. Vielleicht habe ich ja richtig viel Glück und finde noch ein paar Dietriche. Das hatten wir schon. Drachenuntersuchung. Talmon-Dossier zu Delphin, zu Ulfric. Das ist richtig gutes Zeug. Was haben wir da? Eisendolch. Ja, Schnickschnack. Ja, ich wollte das eigentlich aus zwei Gründen knacken. Zum einen, Expertenschlösser bringen jede Menge Erfahrungspunkte. Zum anderen, da sind Gegenstände drin, die man ganz gut verkaufen kann. Diese Stirnreifen. Möglicherweise magisch, aber wahrscheinlich nicht, sonst würden sie wahrscheinlich irgendwie blau leuchten. Sehr schade, das. Oh, was war das? Eine Flöte. Ja, nee. Kann ich nicht brauchen. Gut, dann gucken wir mal nach oben. Wir suchen ja schließlich immer noch ein paar Dokumente von Elenven, oder wie die heißt. Nennen wir sie einfach Uschi. Ist viel einfacher zu merken. Ich meine, wir haben schon ein paar interessante Sachen gefunden. Ich würde sagen, aufgrund des Buchtitels, dass die Talmor selbst auch Untersuchungen wegen der Drachen anstellen. Und wenn die das untersuchen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen das so zum Schein, Coolio. Wären wir als Krieger unterwegs, wäre das wahrscheinlich richtig toll. Ja, also entweder sie untersuchen das zum Schein, um einfach, ja, die Leute von sich abzulenken. Aber dann würden die das offiziell machen und das Zeug nicht hier einfach so verstecken. Die zweite Möglichkeit, sie haben einfach nichts mit den Drachenangriffen zu tun und wollen selbst rausfinden, warum? Das wäre dann für uns natürlich ein bisschen blöd. Dann sind wir nämlich irgendwie wieder bei Schritt 1. Warum zum Teufel sind die Drachen zurück? Und das sieht doch so aus, als wären hier Wertsachen drin. Oh, 9 Gold. Wir sind reich. Damit können wir uns vielleicht von Delfin loskaufen. So, lass mal gucken. Haben wir ein bisschen Hunger? Ja, wir haben ein bisschen Hunger. Sehr gut. Da kommen mir die Äpfel gerade recht, denn auch die Äpfel haben Nahrung und Flüssigkeit. Dementsprechend hilft das wenigstens ein kleines bisschen. Jede Menge Papierrollen. Meine Güte. Aber im Moment noch nicht ganz das, was ich suche, oder? Lass uns mal ganz kurz in die Bücher reingucken, die ich hier schon gefunden habe. Okay. Fangen oder töten, hohe Priorität. Bretonin, Mitte der 50er. Okay. Sehr viel haben die ja nicht über Delphin. Was haben wir hier? Und da steht nichts zu seinem Alter dabei. Ist ja auch nicht sonderlich wichtig. So, Drachenuntersuchung, aktueller Stand. Erste abgesandte Elenden. Wir erwarten einen Durchbruch bei unseren Bemühungen, die Partei oder Macht zu enthüllen, die für das Phänomen der Drachenauferstehung verantwortlich ist. Alduin? Ein Informant hat einen möglichen Hinweisgeber identifiziert, den wir in die Botschaft gebracht haben, um ihn zu verhören. Die Person ist stur, hält aber allen Anschein nach die Information. Zurück, nach der wir suchen. Ich habe dem mittlere manuelle Abwicklung autorisiert. Ich rechne nicht damit, dass mehr nötig sein wird, es sei denn, ihr seid der Meinung, dass die Zeit drängt. Okay. Ist aber auch irgendwie nicht ganz das, was ich gebraucht habe, so wie es aussieht.
Lass mal ganz kurz gucken. Information über Rückkehr der Drachen. Okay, könnten wir ein bisschen mogeln und spickeln. Alles klar, wir müssen auf jeden Fall durch eine Tür durch. Das heißt, hier finden wir blöderweise nicht das, was wir suchen. Naja, wir haben Schlüssel gefunden, um die Verhörzelle anzuschauen. Und die Rede war von jemandem, den die gefangen genommen haben, um ihn zu verhören. Dementsprechend schauen wir doch einfach mal, wenn wir dem glaubhaft machen können, dass wir nicht zu den Talmor gehören. Wer weiß, vielleicht redet er mit uns. Dann lass mal gucken. Ja, das sieht fast so aus, als wäre da unten das, was wir brauchen. Und da unten haben wir auch noch eine Wache. Fantastisch. Dann lass mal gucken. Die Wache müsste jetzt eigentlich zu dem Pfeil laufen. Ich weiß, eigentlich haben wir Ablenkpfeile. Ich Dussel hab nur vergessen, die mitzunehmen. Ich habe das Gefühl, dass das nicht als Liegestuhl gedacht ist. Ich treffe ja wirklich nicht das Wasser, wenn ich aus dem Boot pinkel heute. Das gibt's ja gar nicht. Ist da jemand? Aha. Nein, hier ist niemand. Okay, das war wahrscheinlich noch das Gift, das irgendwie gewirkt hat. Das ist in Ordnung. Elfenstreitkolben. Mui, 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 mui. Warum benutzt du diese Axt, wenn du... Also die ausgerüsteten Sachen sind hier mit den Pfeilen markiert. Wahrscheinlich wollte sie ihre Elfensachen nicht dreckig machen. Ich bin ja froh, dass sie nicht dieses Eisending genommen hat und das Stahl weggeworfen hat, so nach dem Motto... Ach, das Kätzchen kann eh nix. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Der macht gerade Dinge. Ich glaube, da will er alleine sein. Klingt jedenfalls ein bisschen so. Suche nach Informationen über Rückkehr der Drachen. Entkomme aus der Botschaft der Talmor. Okay, das heißt, wir haben das Buch. Wir können abhauen. Lassen wir ihn hier einfach vor sich hin stöhnen. Miep. Hört zu, Spion. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Ergebt euch auf der Stelle oder ihr werdet beide sterben. Welcher Komplize? Schweigt, ich bin sowieso schon tot. Bewegt euch langsam. Sehe ich auch so. Seht ihr denn nicht? Die Vorherrschaft der Elfen ist die einzige Wahrheit. Ihr seid nichts als ein großer Hund, der auf meinen Befehl hört. Meine Herren. Ich werde euch brennen sehen. Ja, großes Kunststück. Der Katzensprung. Aus eurem Fell mache ich mir einen Schlitten. War jetzt nicht so schlecht. Okay, einmal hier Wunden schließen wäre toll. Euch.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade irgendwas nicht so ganz läuft. Okay, ich brauche Mana für Wunden schließen. Und eigentlich muss ich hier wieder weg. Ich weiß nicht mal genau, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Ich will hier weg. Wo seid ihr? Hier drüben. Werde euer erbärmliches Leben beenden. Okay. Die erste haben wir. So, nächste Aktion ist auf jeden Fall Wunden schließen. Schnappt ihn euch. Seht die Zukunft. Warum zum Teufel macht Wunden schließen plötzlich nur noch so wenig? Seht die Talmor. Au. Ja, das habe ich gemerkt. Ist da jemand? Dinge, die ich eigentlich nicht sehen wollte. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Genug, ich ergebe mich. Hier drüben. Kann der mal aufhören? Das ist ja schlimm. Der hält sich bestimmt für einen Flammenwerfer. Ich werde euch brennen sehen. Das. Hier drüben. Hast du eigentlich schon? Du musst nur die Augen aufmachen. Aus eurem Fell mache ich mir ein. Genug! Genug! Ich ergebe mich! Auf dem Ohr bin ich heute taub. So, jetzt lass mal gucken. Hier Wunden schließen. Warum macht es so wenig? Es macht nicht wenig. Man darf sich nur nicht treffen lassen, während es wirkt. Geh du mir gerade mal nicht auf die Ketten. Ich hab grad. Ah, der fängt wieder das Stöhnen an. Kannst du mal die Finger bei dir behalten? Das gibt's ja gar nicht. Man könnte fast meinen, ihm tut was weh. Die haben wir richtig an die Wand genagelt. Auch nicht schlecht. Das hat sich doch schon gelohnt. Nehmen wir das mit. Das nehmen wir mit. Den Rest kannst du behalten. Was haben wir da? Na. Die Talmor werden mich nun für den Rest meines Lebens jagen. Ich hoffe, die Sache war es wert. Mit Sicherheit, aber warum wurdest du überhaupt geschnappt? Du Trottel. Du warst auf der Party, du hattest eigentlich alles, du hättest nur noch Ball flach halten müssen. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Okay. Du kannst doch normal reden. Ich dachte, du kannst nur noch stöhnen. Außerdem sieht aus wie ein Talmor. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Na, wie wär's mit mitkommen? Ja, natürlich. In Ordnung. Einfach so. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Fantastisch. Okay, Fragen nachher, jetzt erstmal raus hier. Wie ihr wollt, aber erstmal sollten wir gehen. Richtig. Dann go, go. Marlboro, du kommst mit. Die nehmen wir noch mit. Wer weiß. Also, Juwelenhalskette. Das kann man eigentlich auch immer gut gebrauchen. Also dafür, dass der scheinbar Tage oder Wochen lang gequält wurde, ist der noch ziemlich fit auf den Beinen. Oh.
Muss das jetzt sein? Jemand muss etwas unternehmen. Bisschen Arbeit, geh mir nicht auf die Ketten. Jetzt gehört ihr mir. Marlboro, das ist ein Eistroll. Du weißt schon, dass du da unten alleine aufgeschmissen bist, ja? Ich glaube, ich habe gerade alle meine Gefährten verloren hier. Was rennt ihr auch alleine vor? Wie kann man so blöd sein? Ja, der hat es wohl hinter sich. So viel dazu. Und er musste auch unbedingt runter und mit dem Eistroll spielen. Nein. So ist fein. Das nehmen wir auch mal mit. Katze könnte demnächst Hunger kriegen. Was haben wir da für einen? Beschwörer-Novize? Falkenfedern. Hui. So, ich glaube, den nehmen wir mit. Den Geldbeutel auf jeden Fall. Jetzt kommt ein Dietrich. Na gut, mit einem. Das sieht aus, als könnte man damit Illusionsmagie lernen. Aber vielleicht haben wir das schon. So, den ungewöhnlichen Stein, den nehmen wir mal mit. Um den richtig zu bearbeiten, muss man zum einen der Diebesgilde angehören. Wegen dem Schätzer. Der ist Teil der Diebesgilde. Und würde es sehr zu schätzen wissen, wenn wir auch ein Teil der Diebesgilde sind. Und natürlich gibt es mehrere davon in ganz Skyrim verteilt. Und man muss effektiv sämtliche Fraktionen komplett durchspielen, um alle zu kriegen. So, wir haben es rausgeschafft aus der Botschaft. Das ist doch schon mal was. Jetzt möchte ich nur noch wissen, wo ich bin. Da ist ein Haus. Meint ihr, die bieten uns ein warmes Bett? Ich glaube nicht. Bieten uns andere Dinge. Beschaffe deine Ausrüstung. Ja, das würde als nächstes relativ weit oben auf meiner Prioritätenliste stehen. Erstmal du bist Söldner, oder? Ein Nord. Das lohnt nicht. Die Frage ist natürlich, laufen wir in die richtige Richtung? Süden stimmt schon mal einigermaßen. Wir müssten aber ein bisschen weiter in die Richtung. Ja, müssten wir. War es ein Glück, dass ich nachgeguckt habe. Sonst wäre es mir in Drachenbrücke aufgefallen, dass ich hier eigentlich falsch bin. Babas! Du hast was mitgebracht, ha? Bin ich froh, dass du wieder da bist. Besser spät als nie, würde ich sagen. Ansonsten wäre der Drache eigentlich schon toll gewesen, wenn der uns gegen die Talmor geholfen hätte. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Drache, wenn man über den Hof will, ist eigentlich eine tolle Sache. Und da unten ist eine Bosskiste. Ich weiß nicht, das ist irgendwie eigenartig, oder? Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Falle, aber das könnte eine Falle sein. Ach Gott, Expertin, ich habe einen Dietrich. Oh Mann. Schreien, weinen, dagegen treten, rumrütteln und heulen im Allgemeinen bringt uns jetzt auch nicht weiter.
Also machen wir jetzt einfach davon. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das hier so eine Art Tempel. Wenn man diesen Maloras Stern, oder wie das Ding heißt, aufhebt, dann spricht ein Daedra zu einem, eine Daedra. Und die bittet einen, oder befiehlt einem, wie Daedras das halt so machen, hierher zu kommen. Ich glaube, das ist diese Stelle. Gut, wir haben es auf eine Straße geschafft. Das sollte einigermaßen sicher sein. Der Drache ist im Moment noch in weiter, weiter Ferne. Hoffe ich. Barbas wird wieder zu uns finden. Und ich würde sagen, für heute lassen wir es mal gut sein. Ich denke, Video ist lang genug. Ganz besonders mit den ganzen Versuchen, die ich gebraucht habe in der Talmor-Botschaft, die ihr jetzt nicht sehen werdet oder nicht gesehen habt. Dekan Inge sagt, Barde kann niemals genug Übung bekommen. Ja, also, weil ich die Versuche einfach rausgeschnitten habe. Aber ich bin jetzt bei ungefähr einer Stunde Aufnahmezeit. Das wird nicht komplett zu euch gelangen, aber es wird einiges übrig sein. Dann schauen wir mal. Gut, für heute wie gesagt Feierabend. Morgen gucken wir mal, dass wir Delphin finden. Ich werde vielleicht offscreen noch ein bisschen Illusionsmagie skillen in Einsamkeit. Und wir müssen Delphin schließlich noch irgendwo auftreiben. Sag mir nicht, die ist... Beschaff deine Ausrüstung. Das hat die alles mitgeschleppt nach... Okay. Ich muss mich erstmal beruhigen gehen. Kleines Päuschen machen. In Einsamkeit vielleicht noch ein bisschen Illusionsmagie leveln. Wenn wir schon hier sind, muss ich das ausnutzen. Und in der nächsten Episode machen wir uns dann auf den Weg und treten Delphin auf die Füße. Ach, wenn wir schon da unten sind, könnten wir auch noch nach Haus Seeblick gucken. Eins nach dem anderen. Pause und beim nächsten Mal dann Flusswald. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.